Moin, Leute. Wetter ist ja momentan ganz annehmbar. Und wenn das morgen auch so bleibt, dann will ich noch mal mit dem weißen Einhorn eine Runde fahren. Hat's auch mal nötig. Blackie hat sich ja so toll benommen im Weserbergland. Also ich bin voll auf begeistert. Wie kam ich überhaupt auf Blackie? Ich hatte ja eine 640 Super Duke, nein, 640 Super Moto als erstes Motorrad. Und da kam ich mal zu meinem KTM-Händler, damals noch im alten. In der alten Firma, also da, wo sie früher waren. Und da kamen diese 1290er Motoren gerade so in Gange. Ich gehe da rein, ich wollte mir einen Tankrucksack kaufen. Da lief auf einmal vorne ein Motor, also vorm Haus, ein Motor an. Da habe ich gedacht, da startet ein Hubschrauber. Das war aber eine 1290 Adventure. Da habe ich gedacht, wow, Mann, das ist ja mal ein Sound, ne? Sowas musst du auch haben irgendwann. Und von daher habe ich diese 1290er nie aus den Augen verloren, sondern immer so im Hinterkopf gehabt. Weil ich höre ja nicht gut, aber den hört man. Ja? Und von daher war so mein Bestreben immer, also das ist so der Top. Das muss ich irgendwann mal haben. So komme ich dazu. Also, demnächst nochmal weißes Einhorn, vielleicht morgen. Also, wenn ich höre, dass hier in Deutschland schon wieder bei verschiedenen Arztpraxen Masken gefordert werden, Tests gefordert werden. Vor allem, wenn du Husten hast. Und wenn ich dann höre, dass in Amerika schon wieder Maskenpflicht in Teilen eingeführt wird, wenn da schon wieder Abstand gefordert wird, wenn da schon wieder das in Gang gesetzt wird, was wir hier auch schon mal hatten. Da kann ich nur sagen, Vorsicht. Aber wieso Vorsicht? Wir können ja nichts mehr machen. Wir sind jetzt der WHO ausgeliefert. Und wenn ich mal meine bescheidene Meinung dazu, meinen bescheidenen Eindruck dazu sagen darf, dann ist das der, ich habe ihn heute schon mal geschrieben, dann ist das der, dass jetzt so ein immer lauter werdendes Hintergrundrauschen erzeugt wird. Und zwar mit der, auf der C-Schiene, C-Punkt-Schiene. Ein immer lauteres Hintergrundrauschen. Wir sollen wieder auf diese Schiene gebracht werden. Warum? Naja, weil es muss von irgendwas abgelenkt werden. Wir müssen mal wieder im Vordergrund von irgendwas betroffen sein, was uns denn von dem wirklichen Geschehen ablenken soll. Und zwar geräuschmäßig. Ja? Man macht jetzt wieder auf Virus.
Man will ablenken davon, dass die Sache im Osten, ihr wisst, was ich meine, so langsam den Bach runtergeht. Das heißt, da muss man raus. Man muss da so Gesichtsverlust mindernd wie möglich raus. Auf US-Seite. Zumindest. Ja? Da stehen ja Wahlen an. Präsidentschaftswahlen. Die Frage ist nur, wenn die sich da rausziehen, wenn die sagen, das ist uns zu teuer, das machen wir nicht mehr, was machen dann die Europäer? Was machen die dann? Und das ist die große Frage. Nabeln sie sich dann von den USA ab und machen weiter wie bisher? Militärischer Sieg muss her. Oder springen die auch auf den Zug auf? Wir müssen da raus. Das wird die große Frage der Zukunft sein. Denke ich mal so. Aber man darf ja noch denken, oder? Gibt es auch schon Denkverbote statt Redeverbote? Denken wird man doch wohl noch dürfen, oder? Denke ich mal so. Tschüss. Alles Gute. Schöne Woche weiterhin. Macht's gut.